Peace Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem ganz kleinen Ersatzvideo. Leute, ihr seht schon, ich bin beim Auto zusammen mit meinem PC und mit meinem anderen PC. Das war aktuell halt so mein Haupt-PC. Das ist der neue PC, den wir damals ja mit MSI zusammen gebaut haben. Das Problem ist, ich habe in den letzten Tagen halt nichts mehr machen können. Zu Hause ging wirklich gar nichts mehr. Ich habe übertriebenste Computerprobleme, dass ich keine Videos mache. Ich nehme jeden Tag auf und so mein ganzer Tag, das ist wie Zwangsurlaub. Ich sitze zu Hause, ich kann nichts machen, Leute. Das Ding ist, wir finden halt einfach das Problem nicht, was an meinem PC kaputt ist. Ich bin jetzt am dritten Tag, ich bin jetzt in drei darauffolgenden Tagen jetzt auf dem Weg wieder zum PC-Laden, die mir da so ein bisschen helfen. Zu mir kam ja zum Beispiel auch schon Skonk, hat mir geholfen, dies, das. Tausende von euch haben mir auf Instagram auch schon Tipps geschrieben, aber wir kommen einfach nicht weiter. Es muss irgendein Hardware-Teil kaputt sein. Ich habe auch von MSI hier diesen neuen PC bekommen, Leute. Der ist auch extrem wild. Das Ding ist nur, dass so ein paar Teile, wie zum Beispiel Prozessor und so, halt noch in dem PC besser waren. Deswegen habe ich den halt noch überwiegend benutzt. Aber hier ist ja auch unter anderem die RTX 380 drin und. Und deswegen werde ich den jetzt als Haupt-PC nehmen. Heute werden wir einfach nur noch so Mini-Sachen machen, so ein paar Festplatten umbauen, dies, das, Arbeitsspeicher kurz umbauen, weil da habe ich auch ein bisschen mehr und besseren drin. Und ab morgen kann ich dann hoffentlich wieder Videos machen. Leute, ich wollte nur kurz Bescheid sagen, nicht, dass ihr euch wundert, warum keine Videos mehr kommen oder in den letzten Tagen nur noch Reacts kommen. Normalerweise mache ich ja immer ein Gaming und ein React. Und deswegen, ja Leute, Kuss geht raus. Ich hoffe, dass es ab morgen wieder ganz normal weitergeht. Wenn morgen auch noch kein Video kommt und einmal aussetzt, dann tut es mir mega leid. Aber dann ab übermorgen wieder mit neuem PC. Und ja Leute, ich könnte kotzen. Und Mashallah, ihr seht schon selber, der Bartwuchs kommt, Bruder.